Servus, Servus und Hallo zu einem niegelnagelneuen Video. Bitte, mein Freund, wenn du einen fetten Hammer hast, dann bitte hau gleich als allererstes einmal so richtig auf den Like-Button drauf. Ja. In dem Video erzähle ich dir, warum ich nicht zum Fahrradwohnwagentreffen komme. Ja, es sind die Ostdeutschen. Ostdeutsche, das sind Menschen zweiter Klasse. Okay, nein, das war nur ein Spaß. Das sind sehr nette Menschen. Das war nur ein Spaß von mir. Ja, es ist einfach, weil mein Fahrradwohnwagen noch nicht ganz so ist, so wie ich ihn haben möchte. Ja, der Hauptgrund ist, weil ich mit meiner mir anvertrauten da auf Urlaub fahre und deswegen komme ich auch nicht einfach nur so. Meine mir anvertraute, die hat sonst eigentlich auch immer voll die Pappen offen, aber vor der Kamera, da will sie einfach gusch. Still sein, also die will nicht vor die Kamera gehen. Ja, ich habe eh vorgeschlagen, dass wir zum Fahrradwohnwagentreffen fahren, aber sie hat einfach keinen Bock. Sie sagt, ja, dass die Leute, die zum Fahrradwohnwagen fahren, dass das lauter Spinner sind, aber ich habe da ganz eine andere Meinung. Ich finde, das sind einfach tolle Menschen und ich finde es ganz toll, dass der Jörg so ein Fahrradwohnwagentreffen macht. Ich bedauere das einfach sehr, dass ich nicht kommen kann. Ja, mein E-Bike, das ist jetzt auch wieder zurück von der Werkstatt und das geht mit dem Fahrradwohnwagen so richtig geil zum Fahren im Flachen und ja, auch da im leichten Gelände geht's auch relativ gut. Ja, das ist halt schon ein etwas älteres Modell. Ich muss mir jetzt bald ein neues E-Bike besorgen, wo ich ein bisschen weiter komme als wie so 30 Kilometer. Ja, das E-Bike da, das hat halt hier den Motor und ja, das ist schon etwas älter und das hat, glaube ich, nur so 50 Newtonmeter oder wie man das nennt, also Newtonmeter, das ist die Kraft vom Fahrradwohnwagen. Ja, es ist hier echt nicht geil, weil die, selbst jetzt ist Tag und die scheiß Moskito-Gelsen stechen mich, das ist urarsch. Ja, bei einer größeren Tour ist meine größte Angst, dass die Radaufhängung, dass die kaputt geht. Ich habe die Radaufhängung so gemacht da. Ich habe da so ein Ding gebastelt, dass das nicht rausspringt. So die Reifen, die sind schon relativ stabil, glaube ich. Also ich glaube nicht, dass die kaputt gehen von den Spossen da. Ja, ich bin jetzt ein bisschen müde und ich möchte jetzt ein kleines Mittagsnickerchen machen. Ja, jetzt lege ich mich ein bisschen rein. Ja, bei mir schaut es jetzt drinnen so aus, also ja, also ich verstehe nicht, warum die ganzen Fahrradwohnwagenbauer alle immer so eine Lüftung einbaut. Ich meine, ich verstehe nicht, für was man so eine Lüftung braucht, weil wenn man Fenster einbaut oder ja, da braucht man ja eigentlich gar keine Lüftung, also ich verstehe es nicht. Ja, ich war jetzt zu faul, mir die Stützen rauf zu tun. Ja, aber es geht eigentlich auch so ohne Stützen auch, dass man sich ein bisschen so hinlegt. Ja, jetzt mache ich ein kleines Mittagsnäppchen oder Schlaf. Herrlich ist es da drinnen, wenn man sich so ein bisschen ausruht und ja, ich schaue jetzt gerade hinauf. Ja, es hat sich voll ausgezahlt, dass ich dieses Kugelfenster da eingebaut habe. Ist wirklich schön. Boah, ich muss jetzt aufstehen, weil ich muss jetzt pissen mal. Ja, ich hoffe, dass der Jörg das Fahrradwohnwagentreffen live im Netz übertragt, weil im Netz, dann bin ich auf jeden Fall dabei, live beim Fahrradwohnwagentreffen. Bitte, mein Freund, zeig das Video deiner Schwester.